toll, dass so viele Leute da sind. Erstmal Disclaimer, ich bin ja Medizinerin und bei Medizinern ist es üblich, jetzt wird's interessant. Sagen, wer sich sponsert, mich sponsert keiner. Ich würde mir das von der Regierung wünschen. Eine Medizinerin. Ich meine, ich offiziell sage, es ist ja laufend, aber bei uns Medizinern ist es eher so der Fall, dass wir kein Geld. Wie ist denn die Veränderung? Ihr seid die Veränderung, die wir haben wollen in der Welt. Seid euch das klar? Immer wenn wir Arthur, denken, wahrscheinlich der Wahnsinn kann nicht noch größer werden, Berlin, jetzt sind wir gerade alle mit der Maskenpflicht abgelenkt, dann bahnt sich der Nächste an. Danke, Christiane, und für den deswegen Schritt, möchte ich heute über zwei Themen reden. So, das eine ist die Impfung, was da, also Impfung, jetzt was eigentlich gar keine Impfung ist, sondern ein Staatstrojaner sozusagen. Und das andere, politische Kriegsführung, ja, also psychologische Kriegsführung. Weil auch das können wir überall im Alltag ständig beobachten und jeder von uns hat damit, ich weiß nicht wie oft am Tag, Kontakt. Zuerst halte ich mich mal ein bisschen an Zahlen, Daten, Fakten. Ehrlich gesagt, die großen Summen, die in Impfung, Impfentwicklung und Schaden der Bevölkerung gesteckt werden, finde ich sehr unübersichtlich, deswegen muss ich sie ablesen. Gucken wir uns ganz kurz die Chronologie an, wie sich dieser Wahnsinn entwickelt hat. Letztes Jahr schon angebahnt, es hat sich mit dem Masernimpfzwang angebahnt. Aber klar muss uns sein, dass das, was jetzt auf uns zukommt, eigentlich keine Impfung ist. Und deswegen möchte ich heute explizit darüber reden. Ich beziehe mich da auf ein ganz, ganz brandaktuelles Interview mit dem Professor Hockerts, das diese Woche erschienen ist, vor 4 Tagen. Nach einem Tag war es dann wieder gelöscht. Das ist immer so ein Qualitätskriterium in heutigen Zeiten. Also ich glaube, den Rekord im Qualitätskriterium hat Dr. Bodo Schiffmann mit Löschung nach 1 Stunde gehabt. Zensur. Auf jeden Fall, es ist inzwischen immer noch einzusehen und ich werde auch gucken, dass ich das auf die Facebook-Gruppe stelle, also nicht von YouTube natürlich, da herrscht der feste Zensur, aber das gucken wir uns dann bei psychologischer Kriegsführung an. Also die Wahrheit ist inzwischen, früher bei Konfuzius hieß es ja mal, wer die Wahrheit spricht, der braucht ein schnelles Pferd. Heutzutage, 2020, ist es so, wer die Wahrheit sehen will, der muss superschnell sein. Weil, husch, ist sie wieder weg. Ja, also es wird viel geklatscht hier. Nicht so, dass die Wahrheit echt verschwindet. Die Wahrheit ist immer da. Aber auf gewissen Portalen ist sie dann eben sehr schnell nicht mehr zu sehen für den normalen Menschen. Also gucken wir uns nochmal die Impfungen kurz an. 12.04. hatten wir dieses interessante Marketing von Bill Gates in den Tagesthemen. 9 Minuten, die normalen Millionen kosten, da hat er uns schmackhaft gemacht, wie toll es ist, die ganze Weltbevölkerung in einer Wahnsinnsaktion, Wahnsinn im wörtlichen Sinne des Wortes, so hat er das nicht gesagt, aber zu impfen. Das war Marketing pur, gesteuert, gestützt. Man muss wissen, er hat mehrfach mit Spahn und Merkel davor getroffen, deswegen das Sponsoring ist dann schon klar. 15.04. Oh Wunder. Ja. Das war 3 Tage später, gibt es eine Telefonkonferenz. Das ist Monika Zhang, die da spricht. Ich rede von Merkel. Monika Zhang, G-J-A-N-G. Also der Staatstrojaner hat den Regierungschefs diktiert, anders kann man es nicht sagen. Unter Punkt 17, ich lese es euch vor, weil es so schön ist, falls der ein oder andere es nicht mitgekriegt hat. Eine zeitnahe Immunität in der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 ohne Impfstoff zu erreichen, ist ohne eine Überforderung des Gesundheitswesens und des Risikos vieler Todesfälle nicht möglich. Als hätten wir kein Immunsystem, als gäbe es keine, als hätte es vorher noch nie Viren gegeben, als hätte es keinen Schweinegrippenskandal gegeben, als hätte es keine Millionen versenkte Impfungen gegeben, als hätte es nicht diesen ganzen Unmut mit Tamiflu gegeben und diese ganzen Skandale. Auf jeden Fall, es geht noch weiter und es wird noch schöner. Ein Impfstoff ist der Schlüssel zu einer Rückkehr, der ernste Ansage ist. Sobald ein Impfstoff vorhanden ist,
müssen auch schnellstmöglich genügend Impfdosen für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen. Das ist der Originaltext vom 15.04. Steht noch bei der Bundesregierung einzusehen. Ich warte darauf, dass sie ihn löschen, weil es ist ja doch zu peinlich. Aber bisher nicht passiert. Inzwischen ist es auch so, dass am 15.06. bereits ein Vertrag mit AstraZeneca für Millionen von Impfdosen geschlossen wurde. Man muss sich das mal reinziehen für etwas, was es noch gar nicht gibt, was keine Chance auf Zulassung hat in einem Rechtsstaat. Aber es ist bereits gekauft. Spahn macht's möglich. Dazwischen führt am 5. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was ich gerade gesagt habe. Euro für Impfallianz investiert, ausgegeben von unserem Geld. Am 27.06. hat Deutschland nochmal 383 Millionen Euro in diesen Impfschwachsinn gesteckt. Wer von euch war dafür? Wer wurde gefragt? Niemand, richtig. Das läuft alles direkt Sponsoring der Pharma. Gut, also jetzt wisst ihr so ungefähr, wie die Zahlen sind. Und gehen wir mal ein bisschen auf die inhaltlichen und wissenschaftlichen, medizinischen Hintergründe ein. Normalerweise dauert eine Impfstoffzulassung 5 bis 8 Jahre im Idealfall. Das heißt, von jetzt rechnen wir 2028 haben wir dann vielleicht einen Impfstoff, den braucht dann kein Mensch mehr, weil bis dahin sind alle immun gegen Corona. Das ist wieder geschäftsschädigend, aber so ist es normal. Dann gibt es unterschiedliche Arten der Zulassung von Impfstoffen. Es gibt bekannte Prinzipien, siehe Grippe. Über die Grippe Erfolgsquote 10%, also kann man sich streiten über die Impfung. Aber wie gesagt, es gibt bewährte Zulassungsmethoden und dann weiß man jedes Jahr, das ist das Grundkonzept, neuer Virus und das wird dann schneller zugelassen. Produktionszeit 1 bis 2 Jahre. Das heißt, wir haben da immer verspätet eine Impfung. Dann gibt es Zulassungen für veränderte Impfstoffe. Das dauert ein bisschen länger. Und dann gibt es Zulassungen. Wir reden in dem Fall jetzt von eigentlich nicht klassisch Impfung, aber wir reden definitiv von einer völlig neuen Strategie. Das heißt, es müsste bei realistischer Zulassung und Erforschung 8 bis 10 Jahre dauern. In 8 bis 10 Jahren sind wir alle ungefähr wirklich absolut immun gegen Corona. Corona ist keine Geschichte mehr. Corona ist interessant. Corona hat bis jetzt noch kein Pharmaunternehmen zur Forschung hingerissen, weil es war bisher völlig uninteressant, da es keine lebensbedrohlichen Erkrankungen verursacht. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist das überhaupt für eine neue Strategie? Ich rede jetzt nicht über die Impfungen, die es bisher gab. Im Chat beim Thema bleiben, wir sind bei Corona, nicht beim Thema. Was geplant ist. Das ist Genmanipulation des Menschen. Der eine oder andere von uns kennt genmanipulierte Organismen in der Nahrung. Die versucht man zu vermeiden, weil es in der Regel unkalkulierbare Risiken sind in Richtung Krebs und andere chronische Erkrankungen. Jetzt wollen wir das den Menschen direkt injizieren, das macht richtig Sinn. Also dazu braucht man dann schon eine bestimmte, ja, so ein bisschen Psychopathen-Gehirne. Also gehen wir doch mal auf den medizinischen Hintergrund ein. Es sollen also Genbestandteile des Virus, also von Corona, herausgeschnitten werden. Die sollen in andere Viren eingepflanzt werden. Dann sollen sie geschützt in unsere Zellen eingeschleust werden, weil sonst würde der Körper sich ja wehren. Und dann soll unser Körper diese Antigene selbst produzieren. Das heißt zu Deutsch, RNA, Messenger-RNA, soll in unsere Zellen rein installiert werden, wo... Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Zelle produziert entweder diese Messenger-RNA wird abgelesen, das heißt, die produziert das Antigen, oder sie baut es selbst ein. In beiden Fällen können wir jedes Mal eine Autoimmunreaktion erwarten. Also das heißt, der Körper fängt an, sich selbst zu anzugreifen, weil er ja nicht mehr weiß, was ist körpereigen und was ist nicht. Was sagt der Schildmann? Diese RNA kann natürlich in jede Zelle eingebaut werden, also auch in die Keimbahn, also auch in die Keimzellen. Das heißt, wir haben damit eine echte Zeitbombe. Natürlich Krebsrisiko,
wird wesentlich größer, Entartung wird größer, weil die Zellen per se, das Gut wird verändert. Wer sowas macht, das war bisher einfach weder wissenschaftlich noch ethisch vertretbar. Und wüssten die Menschen, dass es so läuft, dann würde jeder mit einem restgesunden Menschenverstand, da braucht man noch nicht einmal Mediziner sein, würde sagen, das ist Horror, das ist Wahnsinn, das ist Schwachsinn, das ist gemeingefährlich. Da müssen wir auf das Klatschen immer achten. Ja. Das heißt, was da wirklich erreicht werden soll, das Genom soll verändert werden und es ist nicht steuerbar. Das heißt, wüsste man frühestens in 10 Jahren. Jetzt kommt, interessant ist das CureVac. Das ist diese Firma von Dietmar Hopp, in der auch Bill Gates investiert ist und von neuestem Sie auch. Wussten Sie es? Ja, die Bundesregierung hat Geld investiert. Das heißt, wir alle sind mit dabei. Die haben bisher das für Tiere erforscht, aber für Menschen, seit 12 Jahren forschen sie dran, ist es wegen dieses ethisch und wissenschaftlich nicht vertretbaren Risikos bisher nicht gemacht worden. Oh Wunder, 2020 ist alles anders. Jetzt wissen wir auch wahrscheinlich, warum wir einen Veterinärmediziner am Kopf des RKI haben. Nicht so gut. Das ist jetzt leider kein Scherz, sondern es ist einfach so, in der Veterinärmedizin, da ist es, da kann man schon mal in der Herde ein paar Schafe verlieren, ein paar Kühe, da ist das Todesrisiko nicht ganz so bedenklich. Also da geht man mehr Risiken ein. Ja? Aber bei den Menschen, da sollten die Vorgaben einfach wesentlich strenger sein und da sollten wir kein Todesrisiko eingehen, logischerweise. Professor Hockertz hat das jetzt diese Woche mal in aktuellen Normalimpfung. Also dazu muss ich sagen, was jetzt kommen soll, ist keine Normalimpfung, ist noch nicht mal eine Impfung im eigentlichen Sinne. Aber wir können uns logischerweise, sowas gab es noch nie, also auf nichts beziehen. Wir können es nur vergleichen mit Normalimpfungen. Bei Normalimpfungen gibt es ca. 5% Kurzzeitschäden. Das sind die gemeldeten Schäden. Dunkelziffer unbekannt. Jetzt rechnen wir mal, unser Bundeskrankheitsminister, rechnen wir mal, 80 Millionen Schäden. Menschen, wenn wir die alle zwangsimpfen würden, dann hätten wir 4 Millionen vorsätzliche Körperverletzungen, das heißt Impfschäden, nur auf der Basis von normal. Und wir hätten bei 0,1% Todesfälle, wir hätten 80.000 Tote. Das heißt, wir hätten eine Kleinstadt in Deutschland einfach totgespritzt durch eine Impfung. Da müssen wir uns immer vor Augen halten, wir reden von gesunden Menschen. Geimpft wird jeder oder soll jeder werden. Das heißt, es sind gesunde Menschen, die haben kein akutes Problem. Das haben sie erst danach. Und also ich wiederhole es, ich glaube, die Zahlen sind nicht ganz gesunken. Also wie gesagt, wir reden von einem Minimum für Deutschland von 4 Millionen Nebenwirkungen. Das sind die Kurzzeitschäden. Da ist kein Krebs nach 5 Jahren oder 10 Jahren dabei. Da sind keine Autoimmunreaktionen dabei. Da sind keine Reaktionen im Folgejahr dabei, die Professor Bakhti erwähnt hat. Diese Autoimmungeschichten können auch schon im Folgejahr losgehen. Das ist alles nicht dabei. Und wir reden von Minimum 80.000 Toten. Wenn wir das in Relation setzen zu dem, wovor eigentlich geschützt in Anführungsstrichen werden soll, dann ist es einfach so lächerlich und so grotesk, dass man sich wirklich fragt. Dass man sich fragt, wie zum Beispiel ein Söder zu der Aussage kommt, außer dass seine Frau im Maskengeschäft ist. Aber solange der Impfstoff nicht hergestellt ist, werden wir die Maskenpflicht nicht verändern. Das ist für mich Verfolgungswahn, gepaart mit Größenwahn, gepaart mit Psychopathie. Schaut mal, wie die alle klatschen hier. Letztendlich, was können wir tun? Wir können nur wirklich aufstehen, wir können aufklären, wir können jedem um uns herum klar machen, was da für ein Wahnsinn droht. Wir können Politiker aufklären, versuchen. Wir können Abgeordnete aufklären. Das Wissen muss einfach raus. Und damit müssen wir uns beschäftigen, weil wenn die Zwangsimpfung da ist, ist es zu spät. Dann haben wir die ganze Zeit
hinter unseren Masken, mit Masken, ohne Masken, wegen Masken, trotz Masken, haben wir sehr, sehr viel Zeit verschwendet. Das heißt nicht, dass ich für Masken bin. Das heißt nur, es gibt einfach sehr viel gleichzeitig. Und das ist auch Strategie, dass wir da nicht wissen. Und damit sind wir beim nächsten Teil, nämlich der psychologischen Kriegsführung. Psychologische Kriegsführung, also ich mache ja sehr viel auch mit Psychosomatik und die Zusammenhänge Angst und Psyche, Traumatherapie, Angstbehandlung. Das heißt, wer nach der Veranstaltung zusammenklappt, weil er jetzt eine Panikattacke hat, der kann sich vertrauensvoll an mich wenden. Wir müssen uns nur wirklich angewöhnen, aufstehen, aufrecht sein, Angst weg. Und deswegen ist es auch so wichtig, uns wirklich hier jede Woche zu treffen und auch bei jeder Gelegenheit zu treffen, weil die Veränderung werden wir nur in solch einem System miteinander erreichen. Jetzt gucken wir uns mal psychologische Kriegsführung als Spiel an. Wir spielen jetzt mal nicht Mensch, ärger dich nicht, sondern wir spielen jetzt mal Mensch, lass dich nicht ärgern. Und immer achtsam, welches Spiel wir spielen und dass wir nicht ins falsche Spiel einsteigen. Was mich ja positiv überrascht hat, ich bin kein Freund von Wikipedia, weil da weiß man ja, die ist völlig gesteuert, aber erstaunlicherweise zur psychologischen Kriegsführung ist sie sehr effektiv. Es kommt ja eigentlich aus der Kriegsführung, aber es sind einfach Strategien, die im psychologischen Bereich von Regierungen schon seit den 50er Jahren angewendet werden. Und also ich führe euch jetzt gerade rum. Definition ein, das könnt jeder bei Wikipedia angucken. Einfach auf ein paar Highlights, die wir im Alltag jeden Tag beobachten können. Angst als Machtinstrument. Das ganze Szenario aktuell mit der Pandemie funktioniert ja nur durch die Angst. Angst hat ja Andrea schon ausführlich beschrieben, deswegen gehe ich an der Stelle nicht mehr drauf ein. Außer die Kurzzusammenfassung, Angst macht entweder Lähmung, Erstarrung, ich mache alles, verbergt mich. Muss ich gerade was trinken? Bleibt zu Hause. Oder sie macht. Aber es ist ein interessantes Thema, aber jetzt muss ich wirklich was trinken. Und sie ist auf jeden Fall Psychoterror. Vor allem, wenn die Angst gestreut ist und auf keinerlei wissenschaftlicher Basis. Also es geht gerade um die Angst. Außerdem muss ich meinen Flyer. Achtung, jetzt habt ihr gerade den Baum gesehen, der ist auch schön. Aber das war jetzt nicht in der Sache. Das muss ich mal. In den Mut, das hilft auch. Muss ich euch mal ablegen. Verzeiht bitte. Das wird jetzt erstmal dunkel. Letztendlich ist es ganz einfach. Wir schauen uns an zur Zeit alles, was wir nicht dürfen. Und das sind genau die Sachen, die wir jetzt brauchen. Miteinander so. Zu kommunizieren, um uns verbinden zu können. Wir brauchen Kontakte, um miteinander etwas bewegen zu können. Wir brauchen Selbstbestimmung, wir brauchen Meinungsfreiheit. Also einfach den ganzen Maßnahmenkatalog einmal durchschauen, dann haben wir die perfekte Anleitung für alles, was wir jetzt genau erst recht brauchen und durchsetzen. Ich mache nochmal eine Runde. In der psychologischen Kriegsführung, klar, massiver Druck. Professor Homburg zum Beispiel, seine Stelle ist jetzt frei. Also das geht über Existenzbedrohung, das geht über Mobbing. Oder wer wusste, dass Sebastian, das war dieser Student, dieser Psychologiestudent, hier seinen Studienplatz verloren hat wegen seiner brillanten Recherche. Das muss man sich mal vorstellen. Deutschland 2020. Also massiver Druck und das berichtet jeder derjenigen, die aktiv für Grundrechte auftreten, dass sie massiven Druck in allen Bereichen bekommen. Nur es ist ein Mengenproblem, wenn Menschen wirklich aufstehen, dann läuft der Druck einfach ins Leere. Und dazu sind wir da. Der massive Druck ist ja
ja nicht nur auf Existenzbedrohung, sondern es geht sogar schon in Richtung Anschläge, es geht in Richtung Zerstörung, es geht in Richtung Mundtotmachen, es geht in alle möglichen Richtungen, die wir aus dunklen früheren Zeiten auch kennen. Nur es ist diesmal sehr viel subtiler und es spricht sich vieles nicht zu. Wie unterhält man sich im Laden mit Mundschutz auf 1,50 Meter? Das gehört alles zur Strategie. Dann, Ablenkung ist ein weiteres wichtiges Ding. Nebelkerzen zünden, das heißt mit irgendetwas völlig, zum Beispiel alle haben Angst vor Corona und dabei werden andere Gesetze durchgedrückt. Was wird berichtet, wann wird berichtet und was wird nicht gesagt? Die wichtigen Dinge werden jeweils nicht gesagt. Zum Beispiel schauen wir uns Tennis an. Was nicht gesagt wird, dass eine Ärztegesellschaft aufgrund von Spenden alle Betroffenen nachtesten wollte, das wurde nicht gemacht. Man hätte ja gemerkt, dass die verwendeten Tests unzuverlässig waren und falsch positive. Dann dieser völlig abgelutschte Kampfbegriff des CIA mit Verschwörungstheoretiker. Das ist sowas von überholt. 1967 aus einem Empfehlungspapier des CIA. So lange wird dieses Wort schon hoch und runter gelutscht. Also langsam könnte man es mal gelernt haben, dass es durch ist. Wir haben Verschwörungspraktiker, die sitzen in der Regierung, die sitzen in den Konzernen, die sitzen in der... Das habe ich auch schon gehört. Ich habe auch an den Mann schon öfters gedacht. Aber wie soll ein Theoretiker irgendeine Gefahr auslösen? Die, die es machen, die lösen Gefahren aus. Leider. Aber das ist ein guter Hinweis nochmal. Den habe ich immer wieder gedacht. Dann von der psychologischen Blickführung natürlich ganz wichtig, wirklich diese Zeitbilder aufziehen. Also wirklich Kriegssprech. Neusprech Orwell. Das heißt, Macron sagte ja, wir sind im Krieg gegen den Virus. Also diese Kriegssprache mit den Fronten, und seid ihr ist die Querfront. Seid ihr freie Presse? Wir sind jetzt Querfront. Also eine freie Presse oder seid ihr... Immer, dann ist es die und die Front. Die gegen jeden. Und ist auch diese beliebte Teile und Herrsche, mein eigenes, mit dem wir Grüppchen bilden. Also nicht wir, sondern gut, die Regierung Grüppchen bildet und dann eben daraus das profitiert, ich eben als freie weil keiner Presse mehr was machen oder freie Nachrichtensender. Staatsunabhängig. Keine Millionen an Spiegel, keine und kein Geld nächste Strategie lügen. Kein Geld von Gates, also inzwischen kein Geld von Gates. Lügen sie ja so frech, da drüben sind auch noch dass zwei von sich noch Orga gar nicht mehr drum kümmern. Ist es jetzt, wird es als Lüge oder als Wahrheit oder was auch immer? Inzwischen, ich bezeichne das eher als freie Dichtung und ja, es ist inzwischen wirklich so krass geworden, dass selbst wenn man die Statistik anschaut und die Interpretation dazu hört, Spezialisten vom RKI und der Regierung sind dabei die Profis, dann denkt man, die reden jetzt gerade von was anderem oder ich bin im falschen Land oder was genau ist passiert mit den Zahlen zwischen Darstellung und Interpretation. Also wer das noch nicht verstanden hat, einfach wieder raus aus der Angst, gesunden Menschenverstand, Grundrechenarten aus der Schule wieder auspacken. Wirklich auch dieser Neusprech von Orwell, wir müssen damit aufhören. Jetzt gibt es ja keine Atemschutzmasken mehr, da könnte man ja auch an Gas oder sonstiges denken. Nein, jetzt heißt das Alltagsmaske. Was will uns der Begriff sagen? Es wird im Alltag installiert. Es soll Dauerzustand sein. Es gibt die ersten Kinderbrotdosen mit bedruckten Maskenträgern. Der Playmobil macht einen Werbungsfilm für Kinder mit Playmobil-Figuren und Masken. Wie krank ist das? Dann natürlich ganz wichtig in der psychologischen Kriegsführung auch das Framing, also immer den richtigen Rahmen. Das heißt, Regierung bestimmt den Rahmen, in dem sich die Diskussion bewegen darf und der Rahmen wird immer enger. Und dann sind Menschen zum Beispiel, die ihr Gesicht offen tragen, die nichts zu verbergen haben, die ehrlich sind, die
einen Mund öffnen wollen, die sind auf einmal Maskenverweigerer. Oder aus friedlichen Demonstranten werden Corona-Leugner. Leugner kennen wir vom Holocaust. Auch das war Holocaust-Leugner. Die Regierung hat PR und hat Psychologen, die besten Psychologen, die teuerste PR, um rauszukriegen, wie sie uns was mit welchen Wörtern und welchem Framing näher bringt. Wir denken nur an das ARD-Framing-Manual, was Gott sei Dank rauskam. Weitere Technik. Ich glaube, mit psychologischer Kriegsführung kann man eigentlich wirklich Tage verbringen, weil das ist so umfassend. Live Internet. Noch Gaslighting. Das ist so eine Sache, da verdreht man die Realität, bis der Betroffene nicht mehr weiß, was er glauben soll. Ganz aktuelles Beispiel, also aus jetzt der Corona-Zeit. Wer erinnert sich noch? Dr. Bodak war hochgelobt, noch im Februar. War er Kapazität, war ernst zu nehmen. Und es hieß, der Mann kennt sich aus, weil er hat gesagt, vom Coronavirus, das ist keine Gefahr, das erinnert mich an die Schweinegrippe. Das ist einfach völlig keine Gefahr. Kam auf einmal der Schwenk und er wurde zum Buhmann der Nation. Er hat immer noch das Gleiche gesagt. Nur die Presse war anders, die Meinung war anders, das erwünschte Ergebnis war anders. Jetzt sollte man auf einmal Panik machen, Panik haben und er hat nicht mehr ins Bild gepasst. Gaslighting ist, man weiß es danach nicht mehr. Die Realität ist so verdreht, dass man denkt, es wäre schon immer so gewesen. Stockholm-Syndrom, nächstes, ist: Es gibt echt die Menschen, die sagen, Merkel ist klasse, weil sie hat uns gerettet. Das ist Stockholm-Syndrom in zwei Sätzen. Das heißt, die Gepackungen aus Natascha Kampusch zum Beispiel, also die Menschen, die lange Zeit einfach Gehirn gewaschen wurden oder auch lange Zeit in Gefangenschaft waren. Nächster Punkt, Tatsachenbehauptung. Das ist eigentlich inzwischen gleich Lügen. Das heißt, es werden Dinge hingestellt, die definitiv nicht so sind, aber sie werden als Tatsachen hingestellt. Und alle, die was anderes sagen, sind dann auf einmal die Lügner. Das kann wechseln, siehe Dr. Wodak. Das heißt, ein Monat dazwischen und die gleiche Tatsache ist auf einmal eine Lüge und die Lüge ist auf einmal die Tatsache. Dann kommt der Ding richtig in Bewegung. Dann Wiederholung bis zum Erbrechen. Die Regierung wiederholt einfach nur die gleichen Dinge in überall Rundfunk, Presse, Zeitungen, in der gesamten kontrollierten Mainstream-Presse. Und allein die Wiederholung macht es, dass wir es glauben. Wir sind jetzt inzwischen so lang beschallt mit diesen ganzen Unwahrheiten, dass wir denken, die Welt wäre so. Wir vielleicht hier nicht, aber haben Sie ein bisschen Geduld mit den Menschen um Sie herum, die auf dem Marktplatz zum Beispiel draußen sind mit Maske, die stecken da noch drin, in der Wiederholung. Das heißt, die sind sozusagen in der Dauerschleife Angst, Lähmung, Starre gefangen. Dann eine weitere Strategie ist die große Lüge. Also eine Lüge muss richtig groß sein, dann glaubt sie jeder, weil alle würden sagen, das kann sich keiner ausdenken. Das ist so fantastisch, das glaubt keiner. Wenn es groß genug ist, Pandemie, es reicht nicht, ein Virus in der Stadt, es ist eine Pandemie, die ganze Welt, dann glaubt es jeder. Schuldkomplexe funktioniert besonders gut bei den Deutschen, also da sind wir Profis. Danke an den Spender. Das heißt, immer schön die Schuld triggern. Siehe das Beispiel vorher, die Kinder. Du bist Virusträger, wenn du zu Oma und Opa gehst, dann bist du schuld. Oder zum Schutz der Risikogruppen, wenn du es nicht machst, dann bist du schuld, wenn die krank werden. Das ist Schuldkomplexe triggern. Da weiß man, wie man die Deutschen packt. Kontaktschuld ist das nächste. Auf den Demonstrationen, da sind Rechte, Linke, oben, unten, was auch immer alles sein kann. Und dann ist man schuld, weil man stand irgendwo in der Nähe. Das ist Kontaktschuld. Wobei, ehrlich, meistens sind die ja auch gut bezahlt, diese rechten Linken. Es waren Insider, das hat keiner kapiert.
Dann die Sündenbock-Geschichte. Dann regt sich die Presse auf über aktuell heute die Partygänger in Mallorca oder die Schlauchboot-Demo in Berlin oder wen auch immer. Weil das sind die Verräter, die gefährden unsere Sicherheit, so in dem Neusprech. Also diese Sündenböcke. Und dann natürlich auch das Produzieren der Neuen, die Wirtschaft und alles, was an Folgeproblemen ist, sein. Aber die Viren-zweite Welle hat noch nie einer wirklich gesehen. Viele, die allermeisten, warten sogar noch auf die erste Welle. Aber so kann man, also ich hatte vorgestern Freitag kam eine Kollegin ganz verzweifelt, die hat den ganzen Tag sich diesen Schwachsinn von der zweiten Welle anhören müssen. Jeder Patient kam zu ihr und sagte, oh Gott, und im Herbst kommt die zweite Welle. Das sieht man wirklich, wie Gehirnwäsche funktioniert. Man muss es nur oft genug projizieren und dann wird es so. Das ist der Plan. Deswegen müssen wir mit den Menschen reden und ihnen klar machen, dass die zweite Welle nicht kommen wird. Es wird Erkältung kommen, wie in jedem Jahr im Herbst. Das Perfide ist ja auch wieder zurück zur psychologischen Kriegsführung. Dann sind die Schuldigen natürlich alle, die gegen die Maßnahmen waren. Weil wenn dann die Erkältung kommt, die durch falsch positive Tests Corona zugeordnet wird, das lässt sich ja schön steuern und produzieren, haben wir jetzt bei Tönnies gesehen. Das war so ein Testlauf, da sieht man dann schon, was möglich ist durch das Produzieren. Wie kriege ich eine Welle her? Also da Schuldige zu finden und dann zu sagen, seht, wir haben es euch gesagt. Das heißt, die Wirklichkeit so zu verdrehen, immer zugunsten des Regierungssprech. Ist das nicht ein schöner Himmel? Kann man ja nicht mehr sagen Regierungsinformation oder so, sondern das ist einfach Regierungssprech. Und dann natürlich Zahlen, Statistiken und Diagramme so unverfroren völlig zu verfälschen, beziehungsweise noch nicht mal zu verfälschen, aber viel zu interpretieren, dass sich jeder denkende Mensch fragt, was haben die geraucht? Irgendwie scheint es mir so ein bisschen zu sein nach dem Motto, wenn die Wahrheit erstmal gefallen ist, beziehungsweise der Ruf ruiniert, dann lügt sich's richtig ungeniert. Klar muss uns sein, dass die psychologische Kriegsführung, der ist jeder ausgesetzt. Wir müssen achtsam sein und wirklich wachsam und auch auf unsere Worte achten, weil vieles im Kollektiv, wir erinnern uns an vor zwei Wochen, vieles im Kollektiv nach der Zeit der Umerziehung, die wir jetzt schon genossen haben, anders kann ich es nicht bezeichnen, seit März, das ist eine lange Zeit. Wir brauchen 3 Monate für Umerziehung und dann vielleicht noch mal ein bisschen, ein paar Wochen, dann sitzt es. Seien Sie achtsam, was Sie für sich übernehmen, unbewusst von diesem Kollektiv Gestreuten, was wir denken sollen. Denken Sie selber, Sie haben einen Kopf, Sie haben einen gesunden Menschenverstand, beides einsetzen und dann auch wirklich klar immer wieder sehen. Deswegen ist es super wichtig, allererster ganz konkreter Schritt ist Masken weg, weil die Masken sind wirklich Gehorsamsprüfung, die sind ein Zeichen der Unterdrückung und vor allem sie sind auch ein Zeichen mangelnder Intelligenz. Und immer dran denken, es ist ein Spiel, nicht aufs Spiel einsteigen. Bleiben Sie im Mut, bleiben Sie aufrecht, bleiben Sie im gesunden Menschenverstand. Die neue Normalität, auch das ist ja so ein super Regierungssprech. Ich bin für neue Normalität und zwar im Miteinander, im Mitgefühl, im gemeinsamen Bewegen, im Wohl für die Gesellschaft, für den Einzelnen als auch für die anderen. Das ist meine neue Normalität und die erschaffen wir. Letztendlich hat jede Krise ja auch eine Riesenchance. Je größer die Krise, desto größer sind die Chancen. Und wir können das Beste draus machen. Wir können die Kontaktsperre in Menschlichkeit verwandeln. Wir können die Maske zu Maske in Mensch zu Mensch verwandeln. Wir können diese
Psychopathenwelt des Transhumanismus können wir in Berührung, können wir in Kontakt oder können wir in von Herz zu Herz reden verwandeln. Wir können die Lügen in Wahrheit verwandeln und wir können die Krise wirklich als Wachstumsdünger nehmen. Was können wir jetzt lernen? Jede Menge. Wir können lernen, aufrecht zu sein. Wir können lernen, Selbstbestimmung, Gestaltung, Mut, was uns wirklich wichtig ist. Wir können vor allem auch lernen, was war bisher doch alles gelogen. Was haben sie uns doch in vielen Bereichen wirklich ein A für ein X vorgemacht oder ein Z für ein B oder so. Wir können verändern, wir können gestalten, weil wenn vieles zusammenbricht, dann haben wir damit auch immer die Möglichkeit, neu zu gestalten, so wie wir das wollen und nicht so wie ein anderer Plan, der nicht so in die gute Richtung geht, ist. Nutzen wir also den Impuls, machen wir die Welt zu einem besseren Ort, jetzt überall zu Hause mit jedem, mit dem Sie sprechen. Das Geheimnis des Lebens ist es zu leben und nicht es zu fürchten. Das hat Bruce Lee gesagt.